In nur 3 Monaten hat Jonas seinen Traumkörper aufgebaut, genauso wie sein Konkurrent Ilja. Der nahm in der Zeit für den Wettbewerb erstmal 13 Kilo ab, damit seine Muskeln zum Vorschein kommen. Offenbar noch nicht genug. Ohne dass man die Muskeln sieht, kann man natürlich auch nicht bewertet werden. Aber wenn du mal ein bisschen weiter mit dem Gewicht runterkommst, ich weiß nicht, ob du das in der Saison noch schaffst, aber vielleicht beim nächsten Mal, dann kann man sich da schon einiges vorstellen, was du erreichen könntest. Nichtsdestotrotz sieht man mal, dass du Babyspeck hast. Das heißt, bei dir ist noch ein Potenzial da, die Form etwas zu verbessern. Eine Schlappe für den 18-Jährigen. Es sieht halt noch nicht so aus wie bei Jonas. Und muss halt noch ein bisschen, brauche ich entweder ein bisschen länger Zeit oder muss halt, wie gesagt, noch ein Jahr dranhängen, wo ich die Diät dann noch konsequenter durchziehe, die Ernährung komplett umstelle. Die Ernährung, das Zauberwort in der Kraftsportszene. Ja, also ich habe morgens einen Eiweißshake getrunken und nach dem Training trinke ich einen Eiweißshake. Und sonst kriegt man das eigentlich, hat man genug Eiweiß über die Nahrung. Mit Quark und so, dann klappt das schon ganz gut, weil es ist ja auch teuer, die ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Jugendliche kaufen, um sich und seinem Vater zu beweisen, dass er trotz seines Asthmas ein ganzer Kerl ist. Inzwischen wünscht er sich nichts. Hormonpillen, die ihm sein Trainer besorgte. Erst kam der Erfolg, dann ein Blutsturz. Er beendete das Training. Die wurde immer weiblicher. Dann habe ich am Anfang erstmal so weite T-Shirts getragen. Und ich weiß noch, ich kam mal aus der Dusche, mein Sohn, der stand vor mir, der war dann noch ganz klein und guckte dann so und sagte dann noch so, ja Papa, bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Da war ich natürlich total geschockt gewesen. Also er guckte mich dann so an, weil das alles so runterhing irgendwo. Und da habe ich mir natürlich gedacht, also... Das ist einer von diesen Stücken, die sie mir da rausgeschnitten haben. Ne? Das ist ekelhaft. Ja, und das ist dieses Zeug, was da in mir gewachsen ist, ne? im Körper. Durch diese kleinen Tablettchen. Heute diese Filmaufnahmen habe, und die zeige ich auch jetzt schon zum Teil in den Schulen. Und die sind harte Bilder natürlich. Aber da können die dann erstmal sehen, dass Doping nicht einfach mal eben kurz eingenommen wird, sondern da können Frauenbrüste entstehen. Da muss eine starke Operation. Über 3 Stunden haben die mich da operiert. Da sind die natürlich erstmal richtig geschockt. Das ist natürlich ganz klar, ne? Aber anders ist das nicht zu machen. Immer mehr Muskeln aufzubauen. Jonas weiß noch nicht, ob er auf Dauer weitermachen möchte mit dem Kraftsport. Der 19-Jährige hat es geschafft, in 3 Monaten vom Fitnessstudio auf die Bühne. Alle 3 Kandidaten haben ihr Bestes gegeben, mit hartem Training und Eiweißmast. Alle 3 sind stolz, dass sie überhaupt entdeckt wurden. Jetzt sind die Zeiten des Darbens vorbei. Endlich wieder etwas anderes als Milchshakes und Putensteaks. Ab sofort sind wieder alle Sünden erlaubt. An Kohlenhydraten habe ich eigentlich nur Haferflocken und Kartoffeln gegessen. Und an Eiweiß eigentlich nur Hühnchen und Quark. Und ja, also ist schon hart. Besonders wenn die Freundin immer ein Nutella-Brot oder so mal abends auch isst. Und einfach ist es nicht. Zum Schluss gibt's dann noch etwas Wettkampfbräune für den Fototermin. Wer weiß, wie lange die Muskeln vorhalten. Die Zeit des extremen Trainierens ist jedenfalls erst einmal vorbei. So viel steht für Jonas fest. Jetzt ist sein Studium dran. Er hat immer weitergemacht. Mr. Olympia. Ronny Rockel aus Zwickau, der Stargast der Veranstaltung, gerade aus den USA zurück. Er gilt als einer der weltbesten Profi-Bodybuilder. Auf dem Kraftsport-Event zeigt er seine Kür, mit der er schon in Amerika ist. Er ist auf der FIBO Power dabei. Seine Mission, Jugendliche vor den Gefahren von schnellem Muskelaufbau zu warnen.